Ja, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Und ja, das ist jetzt einfach mal ein Test hier. Ich beende mal kurz die Aufnahme und dann geht es danach weiter. Oh, da bin ich wieder. Ja, ich wollte halt nur sicherstellen, dass das irgendwie auch funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. Und zurück in die wundervolle Bioshock-Welt. Wollen wir mal sehen hier, wie das jetzt abgeht hier. Ich benutze jetzt wieder von der Grafikkarte hier das Nvidia-Zeug hier, das NV-Ink über OBS, was jetzt irgendwie hinzuhauen scheint. Und ja. Läuft doch eigentlich ganz schön. Ohne V-Sync, Hey, ja, haben leichtes Sie nie Ihre Keyring. Frau gesehen? Wollen Sie mir etwas andrehen? Ich habe nämlich kein Interesse. Ja, ist ja in Ordnung. An und für sich geht es mir dabei mit OBS erstmal nur darum, dass man noch eine Alternative hätte zum Aufnehmen. Hier liegt jede Menge Krempel rum. Mal her mit dem Stuff. Ja, T-Ring, ne? Ohne V-Sync halt, aber gut. Es hält sich im Rahmen, finde ich. Mein, wann macht man denn auch in der echten Welt mal solche krassen Bewegungen hier? Vielleicht sollte ich mal die Maus runterstellen, falls das irgendwie geht. Tastatur und Maus. Änderung speichern, Enter. Er reagiert ganz schön flott hier. Muss ich mal sehen, ob ich in Hey, den Nvidia-Einstellungen ich das suche machen eine junge könnte. Frau. Wer nicht, Bruder? Man kann ja V-Sync auch adaptiv irgendwie benutzen, so dass beim Bildschirm und hoffentlich theoretisch auch Ein in der Aufnahme Luftschiff. was wegfällt. Damit könnten wir hier wegkommen. Geht denn hier audiomäßig eigentlich so? Na gut, aber wir spielen in Stereo. Das ist dann Windows-mäßig alles drin. Hier geht es irgendwo rein. Hier geht es an den Strand. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich hatte das in der Vergangenheit ja schon mal gespielt. Ich habe es sogar durchgespielt. Die Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Es gehört verboten. Ist es, glaube ich. Hier gibt es Wein und allerlei Zeug. Oh, wir sind betrunken. Saufen anscheinend. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Da liegt Geld rum. Na komm, lass mich das so einsammeln. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keiner eine hübsche Badehose kauft. So, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhrzeit geschaut. Das ist jetzt natürlich doof. Aber ich gehe mal von 3 Minuten etwa aus. Ja. Wird halt ein bisschen Überlänge. Kann man ja ruhig mal machen, wenn man das nach langem fortsetzt. Ne? Ist alles verschmerzbar. Das ist halt der Nachteil an OBS. Wir haben keinen Overlay oder OSD. Munition für Pistole voll. Achso, und hier liegt Pistolenmunition rum, ja. Geld rum.
Einfach mal so. Okay, also dann. Ihr seid stark. Stark. Tut so, als... Betteln verboten, Kumpel. Hast du die Schilder nicht gesehen? Links. Okay, Miss. Jetzt die Hand etwas weiter oben auf sein Ich werde dich heiraten. Nein. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe sie nicht mehr. Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer sie sind. 3D-Sound ist natürlich geil gemacht, ne? Kann man ja mal nicht meckern. Das ist schon ein schönes Spiel. Ich weiß schon, dass meine Frau Angst hat, aber ich kann sie ihr nicht nehmen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er. Ey, Kleine. Getanzt. Ah, da ist er ja. Kleine. Ey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ja. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Oh, riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Stände, ich dir jetzt die folgen, kenne, oder? Gewöhnlich anders. Wie sieht's aus? Diese Idioten, man sollte sie absaufen. Rechts! Links! Kann auf sich selbst aufpassen, ja, das ist schön. Anscheinend müssen wir hier durch. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Eine Menge Zeugs, ja? Wir sind echt wohlhabend, was? Naja, man's nimmt. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht, aber ich laufe einfach mal. Dort? Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal uns hier um. Sieht fast aus wie ein echter Ozean. Dabei sind es nur raffiniert montierte Pumpen und Auffangbecken. Jede Menge Geld. Tja, dann. Was denn da? Da guckt sich die Zettel leider an. Anscheinend. Ja, dann geht's wohl hier oben weiter, nehme ich an. Ja, ich muss im Moment irgendwie. Ich muss mir dann mal hier so einen Counter mit dem Smartphone erstellen. Ich gucke jetzt zwischendurch mal drauf. Wegen der Zeit, dass es nicht zu lang wird. So ein Part hier. Für Maschinengewehr ist wohl voll. Oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie? Schon gut. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der?
Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann Vogel, mich nicht entscheiden. Würde ich sagen. Den rechten. Ganz sicher? Das schon sicher. Auswirkungen hat. Ich meine, die beiden hatten toll. Irgendwie Bedeutung in dem Spiel. Keine mein Ahnung. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott. Mein Gott. Ich verstehe das nicht. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Ihr sagt uns, was ihm weiß scheint. Tja, jetzt müssen wir hier weg. Dann komm mit. Steh da nicht so doof rum. Er wird es richten. Er ist das Schwert der Rache. Wo war Songbird, als es passiert ist? Was mich interessiert, also zwischendurch so eine Stollerei hier. Was auch immer da soll. Ich will nicht hoffen, dass ich hier Probleme habe mit der Aufnahme wegen Speicherplatz, aber eigentlich nicht. Es sei denn, X264 mit Entfernung verhält sich speicherplatztechnisch ein bisschen Stellen Sie bitte sicher, anders dass Sie wie einen Magic Ausweis Youth. Mit Foto vorweisen können. Arme nach oben, Finger spreizen, Beine spreizen, stillstehen. Halten Sie still. Sie verstehen an. Hey, Pulle, zieh dir den an. Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwie hier durch, ne? Das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Und wie sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Zwischendurch diese Stotterer auf einmal. Das gefällt mir nicht. Da werde ich mal sehen. Da wird sich bestimmt irgendwas machen lassen. Woran auch immer das liegt. Vor, so wie so eine Art Mikroruckler eben. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oder die lassen den Gap. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Ein Jahrmarkt der Sparsamkeit. Hey. Ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Ach so, ja. Sie sammelt ja auch irgendwie mit Sachen ein, die so rumfliegen, wenn ich was übersehe. Irgendwie war da was so. Gesundheit ist voll. Was sabbelt die da? Getestete Produkte für Ihre Sicherheit. Nicht ganz so lecker hier. Gibt's was zu saufen auf dem Klo? Das ist auch nicht schlecht. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Dass er so betrunken sein muss, ne? Bitte, Sir. Bitte. Ja, ich verschwinde ja schon, findet, Junge. Bin ich schuld. Oh. Überall dieser Alk, ey. Hält sich Ihre Haushälterin verdächtig? Stellen Sie ihr ein paar Fang. Mach den Mist aus. Hey, Mr. DeWitt! Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Hm. Okay. Ausrüstung. Eine Art Spezialkleidung, die besondere Fähigkeit. Du kannst immer nur 4 Ausrüstung gleichzeitig tragen. Tralalala. Ja, dann legst du doch einfach an.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe momentan keine Ahnung mehr von diesen ganzen Sachen da. Ich würde sagen, wir beenden hier erstmal diesen Part. Ich weiß gar nicht, kann ich hier speichern? Kontrollpunkt neu starten. Ah, man muss irgendwie, glaube ich, einen Kontrollpunkt auch kriegen, ne? Dass er auch speichert. Ja gut, dann laufen wir halt erstmal noch weiter. Mr. DeWitt, Mr. DeWitt! Es besteht kein Grund zur Sorge. Mr. Fink schickt dies mit besten Grüßen. Okay. Keine Ahnung, ich nehme es erstmal mit. Tja, was bringt... Was ist das? Mr. Fink auf Sie bringt Ihre Wildheit, Mr. DeWitt. Zuckerwatte! Holt euch Zuckerwatte! Wie müssen wir hier durchlaufen? Sir, ne? Wissen Sie zufällig, Kommen wie spät Sie. Es ist? Lassen Sie sich mit unserem Landesvater. Whites? Ich habe keine Ahnung mehr hier. Was siehst du denn da? Ist noch nur weiß. Wir hier lang müssen. Naja, guck schon so hier. Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Ja, in der Tat. Letzter Kunde. Der so ist es, wenn wir hier durch müssen. Der Park schließt, Leute. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht. Ich würde sagen, wir folgen der vielleicht einfach mal. Mal schauen, ob die uns den Weg zeigt. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Ach, Verzeihung. Ich ahne, dass ja irgendwie gleich die Post abgeht. Aber wie gesagt, ich erinnere mich nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung. Wenn Sie es eilig haben, gehen Sie ruhig vor. Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann einmal bitte. Was macht das? Einen Silber hier. Ich weiß nicht. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister. Sie werden mhm. den Anzug noch mit Sätzen. Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der... Warte! Oh. Was soll das? Stopp sie! Gehen Sie weg von mir! Ich war wohl ein bisschen zu freundlich. Halten ihn auf! Halt ihn voll gleich! Los! Nicht. Keine Kugel! Ich sagte halt! Schrotflinte, ja. Yeah. Wo ist sie denn hin hier? Zwing mich nicht dazu! Du entkommst mir nicht! Verdammte Scheiße! Oh Mann! Gib Ruhe! Elizabeth, wo bist du? Und auf Morgen Eile. Denken Sie daran, Sie könnten einen Sympathisanten kennen. Ein Bekannter könnte gewisse Neigungen haben. Der Prophet rät zur Wachsamkeit. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich.
Achso, ich kann zwei Waffen tragen anscheinend. Oh, wo ist sie jetzt schon wieder hin hier? Kann doch nicht einfach so verschwinden. Wo ist sie? Wie kriege ich meinen Speicherpunkt da? Na toll. Das gefällt mir noch irgendwie gerade alles so gar nicht, wie das läuft, ja. Da habe ich was entdeckt vorhin schon. Infusion, Schildkapazität, maximale Gesundheit. Ich bin erstmal für Schild. Perfekt. Wann gibt es Speicherpunkte? Das ist jetzt hier die Frage. Ah, mit der rechten Maustaste kann ich einen mal umhauen. Okay. Das jetzt hier gerade alles wieder so ausprobieren. Oh, was haben wir hier unten? Geld, was zu saufen. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Okay. Da scheint es weiter zu gehen, aber wir wollen ja noch ein bisschen sammeln und gucken hier. Finde ich. Hier waren wir überall, ne? Also kann ich da draußen weitermachen anscheinend. Pritzel, Pritzel. Einfach, wo du bist. Was ist da oben jetzt? Oh, ich guck mich hier mal nochmal um. Bleiben Sie mir vorbei. Hey, komm zurück! Die läuft vor mir weg oder was? Was soll denn der Mist? Oh, nö, ne? Ja, komm, ich zeig dir, wie das geht. So ein bisschen Power in der Arme haben. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elizabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lass mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Zeigen Sie mal die Hand. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht? Ich weiß es nicht. So. Ja, Speicherpunkt wäre eigentlich ganz nett. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren. Ja, soweit so schön. Es wäre echt nicht schlecht, jetzt so langsam einen Speicherpunkt zu bekommen. Schauen wir mal. Schön sich umgucken hier, ja. Ich kriege auch gleich hier Punkte wieder da auf 7. Errungenschaft. Alles schön und gut. Immer her damit.
Habe ich anscheinend beim ersten Mal durchspielen einiges übersehen gehabt. Wie mir scheint. Ja, und dann gucken wir mal. Ach, hängt da fest hier. Battleship Bay verlassen. Ja, dann mach mal. Ich hoffe, hier kriegen wir einen Speicherpunkt. Das wäre ganz angenehm. Das sollte es eigentlich gewesen sein, oder? Ich probiere mal am Kontrollpunkt neu starten. Mal gucken, wo wir landen. Natürlich doof, wenn ich jetzt sonst was nochmal wiederholen müsste. Aber schauen wir mal. Ah, okay, dann ist das mit dem Text da oben in der Mitte anscheinend immer Kontrollpunkt. Alles klar. Ja, dann machen wir doch hier Schluss und sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dann.